nur Raumschiffe fliegen hoch. Curious City wollen wir doch. Wunderwelten im Regal. Träume bauen überall. Ja, moin und hallo, hier ist wieder Tom aus den Streets of Curious City. Und am Wochenende habe ich von einem Kumpel nachträglich zum Geburtstag eine große Tüte mit altem Lego geschenkt bekommen, das er in seiner Kindheit hatte. Unter anderem war dieser Katalog von 1998 dabei und den will ich heute mal mit euch durchgehen. So, auf der Vorderseite ist natürlich schon einiges Schönes zu sehen. Ein Duplo-Elefant und City und Taucher und Adventurers, Ritter, Indianer und Zauber. Und eigentlich ein schönes Cover. Es ist nicht überladen und zeigt trotzdem das Wichtigste mit, die Minifiguren. Naja, gehen wir mal zu Seite 1 über. Hier haben wir erstmal Lego, Spielzeug für die Kleinen. 0 bis 24 Monate. Und das ist Primo. Gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Zumindest habe ich das lange nicht in Katalogen gesehen. Und natürlich ein Baby auf dem Bild. So, hier geht es dann weiter mit Primo. Schönes, kleines, buntes Spielzeug. Ist kompatibel mit Duplo, soweit ich weiß. Da ist noch mehr Primo, ganz schön viel Primo hier drin. Und noch mehr Primo. Diesmal 6 bis 24 Monate. Mhm. Ein großer Reitelefant. Nett. Und noch mehr Steine und Sets. 1,5 bis 5 Jahre. Hier sieht man auch, wie gut Lego, Duplo und Primo zusammenpassen. Und noch mehr Sets. Schöne Röhren. Mhm. Das ist jetzt schon Duplo. Das wird auch Duplo sein. So. 2 bis 5 Jahre. Mhm. Rennwagen. Und noch mehr Duplo. Achtung, hier komme ich. So, da haben wir dann 2 bis 5 Jahre. Dinosaurier, die habe ich glaube ich noch nie gesehen. Tiere schon, aber die Dinosaurier davon nicht. Können Tiere sprechen? In der Fantasie geht alles. So, nächste Seite. 2 bis 5 Jahre. Ein Indianerdorf. Nett. Kleiner Bär, ganz groß. Mal auf den Kopf setzen. Und Totempfahl. Schön bunten Bilderchen. Und ein kleines Häuschen. 3 bis 6 Jahre. Dann kommen wir schon zu einem Zug. Scheint elektrisch zu sein. Ja, ist er. Dann kommen wir zu weiterem Duplo. Aber das ist doch
Tulo. Duplo Tulo. Ich dachte, Tulo wäre einzeln, aber es gehört zu Duplo. Mhm. Fahren, fahren, fahren mit der Eisenbahn. Jetzt kommen wir zu Basic. 3 bis 10 Jahre. Spiel mit deiner Fantasie. Ja, das sollte man immer. Auch als Erwachsener. Ja. Ganz nett. Tisch. Auch schön. Und natürlich die kleine Packung mit Stein. Skala. Man kann ja sagen, ob für Mädchen oder Jungs, ist egal, aber Skala war eindeutig für Mädchen gedacht. Der Barbie-Puppe nachempfunden. Da haben wir Emma. Kleines Kind auf dem Schoß. Oh, das sind aber Schuhe. Dalmatina. Alles neu. Skala hatte ja ganz besondere Noppen. Ich habe auch schon gesehen, zumindest sind ein paar Skala-Steine auch in den Lego-Stein in der Tüte enthalten. Marita. So, so. Geht's weiter mit Skala. Kleidung Sport Fashion. Oha. Eindeutig der Barbie-Puppe nachempfunden. Ha! Den Namen kenne ich doch. Hehe. Und Olivia. Und Christian. Und Belville. Kleinere Puppen. Eigentlich so wirklich der Vorgänger von Friends, würde ich sagen. Lego-System. Liebe Mami, lieber Papi. Und ein paar nette kleine bunte Sets. Noch mehr Bälle. Super. Auch schon Äpfel bei. Das Reitthema war ja schon immer ganz groß für Mädchen. So. Stadt. Nicht Town, nicht City, sondern Stadt. Aber ich glaube, im englischen Bereich hieß das immer noch Town. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Schrauber, eine Polizeistation. Mhm. Kleine alte Sets. Nicht ganz so meins. Aber naja. Da geht Stadt weiter. Eine Feuerwehr natürlich. Wo eine Polizei sein muss, muss auch eine Feuerwehr sein. Und natürlich Bauarbeiter müssen immer sein. Es ist ja ein Konstruktionsspielzeug. Dieses Fahrzeug kenne ich, das hatte ich in meinem letzten Flohmarkt-Konvolut dabei. Das hat der gute Inobrick von mir bekommen. Nicht ganz komplett, aber einigermaßen. Getan. Oh, hier. Wunderbares Pflanzenset mit ein paar Flaggen, Papagei, Zäunen dabei.
Sowas ist immer schön. Noch ein kleiner Abschleppwagen oder nee, ist ein kleiner Unfall. Oha. Naja. Das da kommt mir auch einigermaßen bekannt vor. Stimmt, davon habe ich auch ein paar Teile in meinem letzten Schumacher-Konvolut gehabt. Und weiter geht's. Rescue. Diesen großen Hubschrauber, auch nicht ganz komplett, hat der gute Klaas da von mir bekommen. Und dieses kleine Autochen, auch nicht ganz komplett, hat er ebenfalls bekommen. Nochmal die Sets. Für die Zeit, also die Fahrzeuge der Zeit gefallen mir nicht ganz so, aber Rescue war eigentlich schon ganz cool. Also auf jeden Fall der Hubschrauber war cool. Das Luftkissenboot, würde ich sagen, war auch sehr cool. Dann kommen wir zu Extreme Team. Dieses hübsche Fahrzeug hier dürfte jetzt in den Konvolut dabei sein, was ich von meinem Kumpel bekommen habe. Denn hier vorne dieses Rad mit der Aufhängung, das lag zusammengebaut auf jeden Fall da drin. Finde ich eigentlich ganz cool. Service. Heutzutage ist das ja nicht mehr so nötig. Da haben wir Bricklink und ähnliches. Ein Thulo Maulschlüssel, ein Thulo Schrauber. Den sogar die Preise bei in D-Mark. Ein einmal vier Elektroteile mit zwei Lampen. Zwei rote, zwei blaue Lampen zum Aufstecken dazu. 12,90 Mark. Das ist Elektronik, naja. Und da ist der alte grüne Teiletrenner, Elemente-Trenner genannt. 2,55 Mark. Und heute kriegt man das in jedem Set dazu. Platte 16x32, 6,40 Mark. Boom! Das nenne ich teuer. Und weiter geht's. Noch mehr Service. So Eisenbahner. Ja, 63,90 Mark. Hui! Naja. Gute 9-Volt-System, ne? Alles mögliche. Kanone für 8 Mark mit Kanonkugeln. 27 Mark 30, diese alten Batterieboxen. $9,45 für ein Kabel. Hey. Drei Pferde mit Sätteln und auch die Mittelteile der Pferde dabei. 9,45 Mark. Geht eigentlich. Naja, ein bisschen teuer, aber geht. So, 6,40 Mark für ein paar Kopfbedeckung. Scheiben. Belville-Ersatzteile und sogar Skala. Und Plan. Und nächste Seite. Technik-Ersatzteile. Pneumatik. Das Mögliche.
auch Elektronik, also Motoren. Und Volt Power Motor, 38 Mark 45. Volt Motor, 38 Mark 45. Ja, wenn man es gebraucht hat, hat man es auf jeden Fall bekommen. So, hier geht Extreme Team weiter. Schönes kleines Set. Und hier ist nochmal dieses Fahrzeug. Extreme Raketenwagen. Rexter. Pass auf die Krokodile auf. Ja, pass mir halt mal auf. Tauchen. Dass man das als Tauchen bezeichnet hat. Taucher vielleicht, aber Tauchen. Auch auf jeden Fall nett. Cool aus. Netz. Gut dabei. So, da sind wir. Radio Control. Aus wie ferngesteuertes Auto. Man kann ihn selbst zusammenbauen. Finde ich nicht schlecht. Hatte das jemand mal? Schreibt es doch in die Kommentare. Ob das wirklich gut funktioniert hat oder ob man schnell keinen Strom mehr hatte oder ob das sehr langsam war. Ich hatte sowas nie. 1998 war auch voll in meinen Dark Ages. Burg. Hexe. Hexe mit dem Drachenschiff. Hexengondel. Schade, dass hier nicht die Preise beistehen. Wäre doch interessant gewesen. Nette Sets auf jeden Fall. Western. Hugh Grant. Nee, Hook wahrscheinlich. Leichtgesichter können uns nicht erschrecken. Hey, ihr seid alle gelb heute. Ja, das Pferd ist auf jeden Fall auch dabei gewesen in dem Konvolut. Zelte weiß ich nicht. Wir haben zu dritt drei Taschen voll gekriegt. Und das war natürlich alles durcheinander gemischt. Aber das weiße Pferd hatte ich auf jeden Fall mit drin. So. Die Goredo. Auf jeden Fall nett. Eisenbahn. Eine Menge Schienen. 9 Volt waren dabei. Controller, alles dabei. Welches Set dabei ist? Den Konvolut. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Vielleicht diese hier. Und da haben wir neue Abenteuer lieferbar. Neue Abenteuerwelt, Entschuldigung. Lieferbar Mats. Ja, Adventurers. Mit dem Nummernschild. So, und ich gucke was sehr Interessantes. Von 5 bis 12 Jahren. Wer hat die magische Kraft? Thoth oder Thoth? Anubis, den kennt man. Gnum. Und Horus kennt man auch. Ja, nicht Harry Potter hat mit den bedruckten Sammelfliesen angefangen. Adventurers hatte sie auch schon, auch wenn es nur 4 waren. Aber man musste das ja nicht übertreiben.
Adventures ist auf jeden Fall auch was dabei. Noch mehr Adventures. Mhm. Ja, hier bin ich zu Hause. Space. UFO. Hatte ich ja auch gerade in meinem Konvolut. Nicht vollständig. Es ist auf jeden Fall auch dieses Raumschiff dabei. Viel UFO gab es ja zum Glück auch nicht. So. Auch in Sektoids dürfte auch irgendwas dabei sein. Ich habe auf jeden Fall Teile davon gesehen. Aber noch nicht näher betrachtet. So. Das große da. Grillo Hopper. Hat was. Die Arachno Base. Sehr cool. Aquazone. Sehr beliebt. Auch Aquazone ist auf jeden Fall mit dabei und Aquasharks auch. Aber welche Sets? Keine Ahnung. Das ist Stingrays. Nein. Das ist nicht die erste Welle Aquazone. Und es sind die Stingrays und nicht die Aquasharks. Davon ist wahrscheinlich nichts da. Was ist das für ein cooles Teil? Stingray Superrochen. Wow. Stehen nicht so auf die Taucher von Lego, aber das ist schon cool. In eine Space World kann man auch sowas einbauen. Hallo Timo. So. Oh, snap. Unglaublich beweglich. Unglaublich hässlich. Ach nee, das steht hier gar nicht. Wahnsinnig schnell. Yeah. Snap-Virus ausgebrochen. Ja, so sieht das auch aus. Riesig groß. Nee, Snap muss ich nicht haben. Hattet ihr Snap? Oder wollt ihr das euch noch schaffen. Das, ja, man sieht, es soll ein Flugzeug sein, aber nee, einfach nee. Oh Gott, nee. Grausig. Dann lieber Belleville. Das will ich auch schon nicht haben. Okay. So. Noch mehr Snap. Die so unglaublich hässlich. Entschuldigung, wenn ihr das mögt, aber nee, muss nicht sein. Schiffe. Das Ding habe ich zum Teil. Polizeiboot. Hm. Auch nett. Hm, Rettungsschiff. Auch nicht schlecht. Genug Wasserfläche hat in seiner Stadt. Das sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Mhm. Model Team. Ja, das sieht schon sehr cool aus. Fange ich aber persönlich nicht mit an. So. Competition. Die neue Dimension von Lego Technik. Ich kenne Technikfiguren, aber nur die alten, das sind neuere, die kenne ich gar nicht. Oh mein Gott. Sag ich mal nichts weiter zu. Die Figuren sind eigentlich ganz nett. Aber die Fahrzeuge. Starter-Sets von 7 bis 12 Jahren. Gabelstapler. Dieses Ding hatte ich in meinem letzten Flummer-Konvolut dabei. Mhm,
sind wir da, glaube ich, auch. Naja. Ja, das ist nicht so ganz hübsch. Was ist das? Fiberoptik Multiset. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Ist auch nicht schlecht. Das gefällt mir nicht so gut. Räder sind ganz cool. Sind wir auch schon fast durch. Da kommt noch. Alter, was hat der für Gesicht? Irgendwen erinnert er mich. Blockstar oder so. Nein, das war fies. So. Cybermaster. Jetzt werden die Lego-Modelle lebendig. Der Koffer ist ganz cool. Und die Rückseite. Drachenstark, 45 Millionen Lego-Steine, rasante Drachenfahrt und vieles mehr. Legoland! Wir sehen uns im Legoland-Park. Vom 4. April bis 25. Oktober 1998 geöffnet. Billund. Natürlich. Jemand da anrufen? Faxen? Was haben wir hier noch? Uhren. Musikvideo, Kassetten, Bettwäsche, Lego Kids, Wear, Puzzle, Shampoo, CD-ROM und ein ganzes Legoland für zu Hause. Ja, Fragen? Schreibt mir oder ruft mich doch ganz einfach an. Ich bin dein Kumpel. Lego GmbH Consumer Service 24594 Hohen West steht. So das Telefon. So das Fax. So, das war's dann auch schon. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon hattet und irgendwas noch dazu sagen könnt, ob es euch gefallen hat oder eben auch nicht, oder vielleicht heute noch habt oder euch anschaffen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte auf jeden Fall. Ich mache nochmal die schöne Vorderseite. Also die Adventures finde ich cool, Western finde ich cool, die Ritter sind cool. Taucher sind cool, City Sets sind so lala. Über Duplo, Tulo und den ganzen Rest wie Belleville und so. Naja. Da gefallen mir einfach die Figuren nicht. Mir gefallen auch die Friends-Figuren immer noch nicht. Aber die sind immer noch besser verwendbar, sage ich mal so. Zumindest die Haare. Naja, dann war's das für heute. Und ich sag tschüss. Lego-Raumschiffe fliegen hoch. Curiosity wollen wir doch. Wunderwelten im Regal. Träume bauen überall.